Ja, es sind wie gesagt ein paar Mauerreste. Da geht es auf jeden Fall tief rein da unten. Das sind hier auch Hügel. Hier ist sogar noch ein altes Mühlenrad. Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute wollen wir in der Nähe von der Klosterruine Heisterbach einen kleinen Rundgang machen durch den Mühlenbachtal. Wir kommen an einer Ruine vorbei von einer Mühle, eine 100-jährige Mühle. Da sind noch ein paar alte Mauerreste zu sehen. Ja, und dann einen kleinen Rundweg einfach mal durch das Tal. Ja, dann wollen wir loslegen. Viel Spaß! Sieht ja eckig aus. So, das wird der Mühlenbach sein. Keine Ahnung, ich bin heute auch erstmal hier. Ich werde auch mal nachforschen, was das für ein Bach ist. Werde ich auch verlinken dann unter meinem Film, also meinem Video. Wir werden heute eine alte Ruine besichtigen. Ein bisschen durch den Mühlenbach gehen. Vielleicht finden wir auch noch andere Sachen, die spannend sind. Ja, es sind wie gesagt ein paar Mauerreste. Diese Mühle wurde damals 1710 für die Klosterruine Heisterbach gebaut, für ihr Getreide zu mahlen von denen. 1809 war sie aber schon verfallen. Also 100 Jahre knapp, über 100 Jahre. Die Klosterruine Heisterbach, die habe ich euch auch in einem anderen Video gezeigt. Und das ist eben noch eine Mühle davon, nicht weit vom Klosterbach. Da ist noch so ein kleiner Rundbogen drin. Ich schätze mal, das war damals eine Eingangstür. Wo ich jetzt hier stehe, da müsste eigentlich das Mühlenrad gewesen sein. Weil hier geht es auch runter Richtung Bach. Und sieht mir aus, als ob das ein angelegter Kanal ist. Werde ich jetzt auch einen Versuch von der anderen Seite zu filmen. Hier vorne sind auch noch Mauerreste. Ich will auch noch angucken gleich, was das ist oder war. Ja, hier stand die Mühle selber drin. Dann war da vorne das Wasserrad drin. Hier vorne muss dann dieser Wasserlauf gewesen sein, Richtung Bach. Weil hier muss das Häuschen gewesen sein. Wie gesagt, die war von der Klosterruine, eine Getreidemühle. Wurde dann für ein Kloster dann das Getreide gemahlen. So, jetzt werde ich mal in der eigentlichen Mühle reingehen. Ich vermute, da sind auch noch die Mauerreste da hoch. Ja. Und hier habe ich auf der anderen Seite durchgeguckt. Geschaut.
auch mal gucken, euch zeigen. Ihr seht, ist auch angelegt, Richtung Bach. Hier ist diese Mauer, die dann einmal rumgeht. Wir werden jetzt da oben hingehen noch, weil da auch noch Mauerreste waren. Jetzt werden wir, wie gesagt, noch die anderen Mauerreste mal vorne angucken, was das ist. Heute muss auch, ja, muss auch noch was gestanden haben in dem Bereich. Da ist nicht viel zu erkennen. Also es ist hauptsächlich da unten die Ruine. So, dann wollen wir jetzt von dieser Mühlenruine einfach mal den Weg folgen. Den Weg folgen hier dann Richtung Mühlenbachtal. Schauen einfach mal, was noch so kommt. So, da ist sie noch mal. Die Ruine von der Mühle. Weiter geht's. Ich will mal gucken. Scheint eine kleine Höhle zu sein. Tatsache. Da geht's rein. Such mal die Schlüssel mal. Da geht's auf jeden Fall tief rein da unten. Das sind ja auch Höhen. Müssen wir mal gucken, was alles noch kommt. Spannend, spannend. Ist sogar noch ein altes Mühlenrad. Ihr habt ja eben oben den Bach gesehen, wie breit und schön der durch den Wald ist. Die haben sie jetzt angepasst, befriedet. Einen breiteren Bach. Kleine Fluss auch immer. Geht dann hier weiter. Wir werden jetzt gleich hinten rechts wieder auf den Weg kommen, auf unseren Rundgangsweg. So, jetzt kommen wir auf den eigentlichen Rundweg. Ist aber nur ein kleiner Berg hier. Da vorne haben wir ja schon die Spitze erreicht. Ich hoffe, dass es hier weitergeht. Dass ich auf dem richtigen Weg jetzt bin. Da unten waren wir eben. Thank you.
Also wie gesagt, da entlang müsste ich dann gehen. Ich will aber erstmal da gucken, was da ist. Bevor wir da entlang gehen. Hier scheinen auch noch viele Wege rauf und runter zu gehen. Vorne ist irgendwas mit dem Haus. Eine Apfelwiese mit alten Apfelbäumen, uralte Apfelbäume. Hinten kommt noch ein Stück Bonn raus. Genauer gesagt, war ein gutes Berg. Und das ist Oberdollendorf. Ich werde mal gucken, was da hinten ist. Was da vorne? Ich meine, es ist ein Bienenhäuschen. Ja, ist auch so. Gut, jetzt geht da vorne der Weg weiter. Ja, Tatsache, es ist ein Bienenhäuschen. Schön. Und jetzt geht da vorne der Weg weiter. Hier ist ein Bienenhäuschen. Viele Ilexe anstehen und Stachelbäume. Das ist der ganze Wald hier voll. Das sind Ilexe. Aber der ist extrem groß. So, da sind wir gerade raufgekommen. Und wir werden jetzt hier weitergehen. Wir sind hier auf dem Rheinsteig. Das ist auf jeden Fall der Rheinsteig hier. Okay. Der Ausgangspunkt dürfte der Parkplatz sein. Wo wir auch gestartet sind, an der Mühle wieder, glaube ich, vorbei. Wenn euch das jetzt gefallen hat, macht mir doch einen Daumen bitte hoch. Oder abonniert meinen Kanal, damit ihr auch nichts mehr verpasst von meinen Videos. Ich bedanke mich schon mal. Vielen Dank. So. Da geht es auch noch einen Weg rein. Wir gehen aber wieder hier. Danke. Also sind wir hier auf einer Rheinsteig. Sieht jetzt leider ein bisschen trostlos aus hier, weil wir auch in der Winterzeit sind. Aber es fängt langsam an. Und dann habe ich eben schon Kirschblüte gehabt. Also war die Kirschblüte schon. So, hier müssen wir mal kurz drüber gehen. Mal ein bisschen klettern. Hier vorne ist ein Steinwall. Was ist das denn? Da werde ich aber erstes mal gucken gehen, anschauen. Das sieht aber geckig aus hier. Da liegen ein paar Salzsteine rum. Was ist das? Der ganze Wald hier vorne voll. Alles mit Moos bewachsen. Keine Ahnung, aber es riecht gut aus. So ein kleiner Steinfeld.
Also die Sache, kleine Überraschungen hier in der Natur. Vorne können wir auch noch gucken gehen. Man muss aufpassen, hier sind alles morsche Bäume drin. Muss man echt aufpassen. Aber komplett Steine hier liegen. Was sieht hier aus? Ab. Da ging es abwärts. Das ist richtig gut. So, dann wollen wir weitergehen. Hier sind noch mehr. Als ob da irgendwas runtergebrochen ist. Dieser ganze Wald liegt hier voll mit diesen Basaltblöcken, Steinen. So, mir wurde gesagt, jetzt geht es rechts runter wieder zur Ruine. Und links geht es auch noch hoch. Was seht ihr da? Gut, wir werden hier rechts runter gehen. Ich werde hier nochmal im Sommer hier wieder kommen. Ich gehe auf jeden Fall auch der Rheinstück weiter. Eine Runde. So, hier sind wir auch wieder am Bach. Kommen wir wieder Richtung Ruine. Also das ist die Ölmühle hier. 1728 gebaut. Wie gesagt, kann man nur von außen filmen, beknipsen, ist Privatbesitz. So, jetzt werden wir wieder zur Ruine kommen. Sehr altes Fahrrad noch. Steht aber schon länger hier. So Leute, das war dann unser kleiner Rundgang um den Mühlenbachtalweg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ja noch einiges oben entdeckt. Auch ein Basalt, ganz viele Basaltsteinlagen, hätte ich nicht gedacht. Gut, das war jetzt ein kleiner Rundweg. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir müssen noch sagen, bis zum nächsten Mal, aber ich will auch nicht. So, hier vorne sind wir dann wieder zum Parkplatz. Ich stehe auch mein PKW wieder.